Jetzt geht's los mit der Behofenerbrücke. Bischofshofenerbrücke sagt man auch dazu. Wer will, ist da dann drinnen in der Folge 4 von Kaspar Fischbacher. Der hat, schreibt die Noten, die Griffschriftnoten. Und ja, ein altes Volksmusikstück ist das. Für Bischofshofen, Königspringen ist da immer. Und ein guter Musikinstrumentenerzeuger ist da. Und für dir, ganzen Bonga und natürlich für Enk, alle miteinander, machen wir jetzt die Behofenerbrücke.